Werte Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zu dieser ersten, wenn auch kuriosen Ausgabe von Road to Tier 10 und wir spielen den Kreuzer Nürnberg. Ja, eigentlich ungewöhnlich, ein Road to Tier 10 mit dem Stufe 6 Kreuzer anzufangen, aber in bester Kopiermanier meiner anderen YouTube-Kollegen und auf Hinweis von euch habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht, weil diesen Kreuzerbaum spiele ich eh und dementsprechend kann ich ja dieses sozusagen so kaschieren, dieses spielen müssen, indem ich einfach sage, Road to Tier 10 und dann ist es komplett akzeptiert in der Community. Also dementsprechend haben wir jetzt hier die Nürnberg. Ich persönlich mag die Nürnberg ja so lange, bis sie getroffen wird. Beziehungsweise bis sie in den Fokus vom Gegner kommt. Weil ab diesem Moment, da wird sie dann ungemütlich. Aber sonst ist es einfach ein cooles Ding. Da kann man einfach schon seinen Spaß haben. Also da fehlt sich gar nichts. Jetzt muss ich mir anschauen, wie das bei den anderen Road to Tier 10 ist. Ob die jede Runde dann spielen. Ich glaube aber nicht, das wäre ja uferlos. Oder ob die einfach immer nur mal zwischendrin Folgen zeugen, was meines Erachtens mehr Sinn macht. Aber ihr könnt mir das gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bin da ganz ehrlich, ich bin da sehr unbedarft. Und das hat einer von euch in die Kommentare geschrieben, so von wegen, hey, wenn du die eh immer spielen musst, mach doch einfach Road to Tier 10. Dann passt es. Und ja, dementsprechend habe ich mir dann nun gedacht, super, das passt für mich. Hier jetzt leider Low Tier. Oh, da, das ist das Schiff, auf was ich mich am meisten in dem ganzen Tech Tree freue. Admiral Hipper. Also das, um den Shit, kann man sagen, geht's. Auch wenn es hier ein bisschen gerade schlecht zu sehen ist. Aber das ist das Ding, um was es gehen soll. 9er, 10er, alles, ja, okay, aber Admiral Hipper. Ja, das ist einfach meines Erachtens die Krönung in diesem Tech Tree. Das Tier 8 Schiff. Und die Karte hier ist übrigens nicht die Krönung. Aber vielleicht kann ich ja von hinten so ein bisschen so agieren, dass ich da nicht großartig in den Fokus gerückt werde. Das ist zumindest der Wunsch. Noch nicht mal ein Gegner bisher gespottet. Das verheißt nichts Gutes. Da ist noch eine andere Nürnberg. Naja, die Franken Nürnberg. Oh. Komme ich theoretisch drauf, aber guckt mal, wie lange ich da für fliegen müsste, beziehungsweise meine Granaten. Also, nee. Die Plischkawitzer und die Mahan. Ich halte jetzt einfach mal darüber, aber das dürfte eigentlich keinen großen Effekt haben. Alle drei Scouts da auch. Beziehungsweise, man muss ja sagen, Zerstörer. Die Mahan ist da vorne aber schon richtig fleißig, du. Die macht da einiges auf. Aber ich glaube, die wird das auch dafür recht schnell mit dem Leben bezahlen. Und dafür bekomme ich hier die Schlachtschiffe ab. Da die Tierpits. Da hinten, glaube ich, war nochmal eine. Da bin ich auch noch offen. Naja. Gut, wenn ich eh offen bin, dann kann man jetzt mal losschießen. Wie gesagt, vielleicht treffe ich aus dem Dusel heraus ja etwas. Yippie! Sowas zum Beispiel. Oh, jetzt habe ich auch kurz gucken müssen, dass da nicht jemand in mich reinkreuzt. Ja, da ist natürlich die Mahan irgendwann jetzt mal zerstört worden. Aber auf die Distanz, dass ich hier mal entspannt wirken kann, komme ich definitiv nicht drauf. Weil die machen jetzt hier, die machen guten Job schon direkt, die Scouts. Oder die Zerstörer, weil die machen da auf. Wir selber können kaum agieren. Also die Tirpitz, klar, die kann schießen. Aber ansonsten, ja, ist hier eher Ebbe. Weil auch die gegnerische Tirpitz da gerade wegdreht. Also dementsprechend
Auch die agiert so, dass er nicht beschossen werden kann. Da hinten, die Mahan haut auch ab. Ist ja logisch, klar. Die bekommt die Übermacht an Gegner. Und auch die Cleveland da natürlich fährt auch weg, weil auch die bekommt da drei Gegner. Also direkt besser gemacht vom Gegner. Beziehungsweise von den gegnerischen Zerstörern. Hier in dem Fall muss man auch sagen, haben sie einfach den Vorteil, dass sie gerade die Karte haben, die einfach keinerlei Hindernisse oder Hürden hat. Und da sind natürlich Zerstörer Gold wert. Weil klar, die können hier alles aufmachen und werden erst spätmöglichst gesehen. Unsere Feuerpower, wenn man keinen Gegner hat, kann man einfach auch nicht ausspielen. Das ist, so einfach ist es. Die Nagato, die fährt da jetzt kräftig drauf. Das ist natürlich schon auch mutig. So, jetzt die ersten, die da mal offen sind, auf dieser Seite. Aber viel zu weit weg. Also wir sehen, 16 Kilometer ab dem Zeitpunkt wird es für uns spannend. Die Tirpitz kreuzt aber da langsam so in unsere Richtung rein. Das heißt, ich schieße einfach mal auf gut Glück darüber. Weil vielleicht kommt sie ja noch so in die Richtung rein und so nahe. Dass ich da irgendwann wirken kann jetzt. Oh, die würden alle tendenziell super passen. Aber jetzt kommen sie nicht mehr näher. Jetzt orientiere ich mich dann auf die um. Ganz einfach. Wow, Warspite, Warspite. Oh, oh, oh. Lade auf AP um. Und ich halte mich jetzt hinterhalb auf. Also ich mache jetzt nicht der hier die Vorhut macht. Dafür habe ich hier die Warspite und andere Schiffe um mich rum. Ich bin Low Tier, meine Damen und Herren. Ah, die zweite Mahan, die zerstört ist. So. Ah, alles nicht so Erfolgsversprechen. Jetzt ist die Nagato auch weg. Oh, die hat aber da wohl ordentlich fressen müssen. So, und was macht die Aoba da? Die haut auch ab. Aber im Kartenrand. Vielleicht ist er da doch so verlangsamt, dass ich gut treffen kann. Tendenziell alle von der Flugbahn gar nicht so schlecht. Aber, ne. Das wird nix. Aber wenigstens werden wir jetzt wohl die ersten gleich mal zerstören. Auch schon mal was. Nachdem da unsere North Carolina auch jetzt stark schon beschädigt wird. Komm schon. Oh, jetzt kommt da noch eine North Carolina vorne. Ja, die Miyoko, die muss weg. Hoffentlich brennt sie ab, aber schaut sehr, sehr gut aus. Ja, also die würde mich jetzt stark wundern, wenn die überlebt. Torpedos direkt voraus. So, auf die Torpedos natürlich aufpassen. Naja, da sind sie eh schon im Wasser versunken. Warspite auch mittlerweile weg, also ja, wir verlieren da gerade einiges an Schiffen. Jetzt muss ich hier wie Cleveland mehr beitreten, als eigentlich gewollt war. Aber ich komme da ganz entspannt
von der Distanz durch. Da fehlt sich nichts. Viel lustiger, dass die North Carolina da abhaut. Und sogar zugeht. Lustig. Ja, ein Ausfall. Aber man sieht, dass das Luder echt schnell ist. So, die wird mal angepinkt. Die Cleveland, die muss weg. Komm schon. Oh, sehr gut. Schöner Hit. So muss das. So muss das nicht. Uiuiui. Aus dem Rauch wird jetzt hier geschossen. Ich drehe jetzt hier ab. Weil ich habe so jetzt keine Lust. Das ist keine faire Schlacht, die ich da jetzt schlagen würde. Das ist zu weit weg, aber ich besser als nix mal machen. Oh. So knapp. So, und da ist jemand bei uns im Punkt. Oh, Tierpitz. Tierpitz, Tierpitz. So schön du bist, aber oh, Tierpitz, Tierpitz. Ja. Es schaut leider gerade sehr nach dem Gegner aus. 3 Schiffe bei denen gefallen, 6 bei uns. 300 zu 600 Tickets. Ja, alles nicht so toll. So, jetzt habe ich wenigstens mal hier den ersten sehen können, der da den Cap versucht einzunehmen. Der schießt auch kräftig daraus, wie man sieht. Wir müssen den da bekommen. Das hilft alles nichts. Der capt sonst echt noch durch. Das kann nicht Sinn und Zweck sein des Ganzen. Ah, das ist gerade gefühlt unglaublich lahmarschig, aber schneller geht's nicht. Ja, perfekt, da wurde decapped. Ich schieße jetzt einfach mal da rein. Ja. Ah ne, das war... Das ist nicht du. So, jetzt machen wir mal um die... Die kümmern wir uns jetzt einfach mal. Als ob das jetzt noch was hilft. Dein Wackeln. Gerade das Beste ist, er wackelt einfach so, dass er einfach trotzdem am Ende geradeaus fährt. Aber jetzt muss ich nochmal beidrehen. Weil ich von rechts gleich noch richtig Probleme bekomme. Wie man hier sieht. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ab.
kommen nicht schlecht. Nein, sie versiegen vorher. Och, wie fucking ärgerlich. Wir fokussieren keinen der beiden. Das ist auch gerade nicht gut. So, wir müssen da einen fokussieren. Alles andere ist super Quatsch. Eine bisher nicht so damage-reiche Runde, aber jetzt am Ende wird sie dafür nochmal deutlich spannender. Da ein Torpedotreffer an der Tirpitz. So, die Tirpitz ist weg. Die ist zerstört worden durch mich. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Nur jetzt würde ich sagen, wir gehen auf die North Carolina. So, und jetzt bekomme ich natürlich von hinten da dementsprechend das Kraut eingeschenkt, wie man hier so schön sagt. So, komm schon. Naja, alles ein bisschen. Komm schon, ich brauche noch Schaden, ich brauche noch Schaden. Dass die alle jetzt auch auf mich sich konzentrieren. Noch 12.000 Hitpoints. Und jetzt unglaublich knapp daneben. Aber ist rausgenommen. Schießt er jetzt aus der Wolke heraus. Unglaublich ärgerlich, dass er dabei nicht aufgeht. Deswegen wird er jetzt nochmal Torpedos reingelassen. Ja. Und irgendwann muss ich dann auch mal das Zeitliche segnen. Aber in Anbetracht des Low-Tier-Status, den ich hier hatte, und der Teammitglieder, die alle 5 Kilometer hinter mir waren, würde ich sagen, auch wenn es eine Niederlage wird, war es aber doch von mir selber bravourös gemacht. Nein, Quatsch, natürlich bravourös nicht, aber ich habe mich zumindest gewehrt wie ein Tiger. Das, glaube ich, kann man schon attestieren. Und ja, was wird es sein? So um die 50.000 Schaden, glaube ich, wage ich zu behaupten. Wir sehen aber gleich, sind es gewesen. Und ja, da habe ich schon Schlechteres abgeliefert. So viel kann ich zumindest mal verraten. Mal schauen, was hier die Atago noch macht. Atago und die Admiral Hyper waren ja auch im Zug. Auch das wird es natürlich klar, dass sie da ein bisschen anders spielen und den Random Guy, in dem Fall mich, da vorziehen lassen. Er muss schießen. Seine Torps ins Ziel zu bringen, wird ihn nicht mehr viel bringen, weil der wird wahrscheinlich zerstört werden. Jetzt, oh, jetzt kommt dieser Plan. Ja. Ja, die Torps waren klar, weil wenn selbst wenn wir unterwegs gewesen wären, er hätte noch leben müssen, dass die mal ankommen. So, in der Teamwertung, Platz 2. 756 XP gab's. Und was waren's? Schaden. 35.000, 41.000, ja, ziemlich genau 50.000. Also von dem her, damit kann ich leben und am Ende gab es auch noch ein paar Kreditpunkte.
Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, trotz Niederlage in dem Road to Tier 10. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.